Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 17, dem Karrieremodus mit dem VfL Bochum. Willkommen zurück in der Fußball-Bundesliga, liebe Freunde. Für die, die es beim letzten Mal irgendwie nicht mitbekommen haben oder für die, die das erste Mal vielleicht jetzt zuschauen, zur Information, der VfL Bochum hat's geschafft. Unter Eugen Eukalyptus, unserem Teammanager, hat der VfL Bochum es geschafft, in der ersten Saison zurückzukommen. Nach 7 Jahren in der zweiten Liga ist der VfL zurück im Fußball-Oberhaus, in der ersten Fußball-Bundesliga. Es war ein weiter Weg, aber am Ende konnten wir uns als Tabellenzweiter hinter dem VfB Stuttgart für die Bundesliga qualifizieren. Und da sind wir nun im Konzert der ganz Großen. Wir gucken mal ganz kurz auf die Mannschaften, die wir in den kommenden 34 Spieltagen aufeinandertreffen werden. Und natürlich sind da große Namen bei. Der FC Bayern, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen, der FC Schalke 04, der HSV, der VfL Wolfsburg und wie sie alle heißen. Der VfL Bochum ab dieser Saison mittendrin statt nur dabei. Und wie sagt man so schön, eine gute Vorbereitung ist die halbe Miete. Und heute starten wir natürlich mit der Vorbereitung in unsere zweite Saison, in die zweite Saison mit Eugen Eukalyptus. Aber es wird auf jeden Fall eine ganze Ecke schwerer. Wir hatten ja schon in der letzten Saison in der zweiten Liga so unsere Probleme, vor allem in der Rückrunde. Und ich denke, die Gegner in der Bundesliga werden nochmal eine ganze Ecke härter werden. Sprich, wir sollten personell noch ein bisschen nachlegen. Und das werden wir zwar noch nicht heute, nicht im heutigen Part, aber ich denke im Laufe der Vorbereitung auch erwarten dürfen, dass so, ich habe so geplant, 3 bis 4 neue Spieler noch dazu zu holen. Dazu aber gleich mehr. Wir gucken uns erstmal hier ein bisschen um. Wir sind offiziell am 1. Juli 2017 natürlich, sprich offiziell Saisonstart der neuen Saison. Und das erste, was wir einstellen können, ist schon mal das individuelle Training. Und das will ich auf jeden Fall mitnehmen, denn wir haben gesehen, der 1. Juli ist ein Samstag. Sprich, am nächsten Tag können wir gleich schon wieder die Trainingseinheiten einstellen. So, und da eine neue Saison ist, können wir natürlich keine alte Session laden. Deswegen müssen wir erstmal manuell ein paar Spieler hinzufügen und erstmal aussuchen, wen wir überhaupt trainieren wollen. Wen ich auf jeden Fall weiterhin fördern möchte, ist natürlich unser, ja man kann sagen, Neuzugang. Für die, die es im letzten Part nicht gesehen haben, wir haben die Kaufoption in Höhe von 1,75 Millionen Euro für Noel Joel Sarenrembazé, genannt Saba, gezogen. Er wechselte von Hannover 96, unseren Mitaufsteiger. Hannover konnte sich ja in der Relegation gegen Augsburg durchsetzen. Von den Mitaufsteiger haben wir also Sarenrembazé, ein sehr großes Talent, wie ich finde, verpflichten können, hat einen Marktwert inzwischen von 4,2 Millionen Euro. Und wir wollen ihn natürlich weiterhin verbessern. Ist nur die Frage, in welchen Bereichen. Ich glaube, beim letzten Mal haben wir ihn schon ein bisschen im Abschluss noch trainieren lassen. Und da würde ich, glaube ich, auch gerne erstmal ein bisschen bleiben. Fernschüsse wäre zum Beispiel auch ganz gut für ihn. Leider gibt es hier keine Übungen auf der Stufe schwer, wo man seine Fernschüsse noch verbessern kann, oder? Allgemein gibt es bei Schuss relativ wenige Möglichkeiten. Also ich möchte ihn auf jeden Fall gerne Fernschüsse ein bisschen trainieren lassen. Und was er auch trainieren sollte, ist vielleicht eventuell wieder sein Passspiel. Und zwar genauer gesagt die langen Pässe. Da hatten wir, glaube ich, auch eine Übung gefunden. Das war, glaube ich, die hier, ne? Pässe beherrschen. Übersicht und lange Pässe. Ich glaube, die hat er zuletzt auch trainiert. Da will ich auch erstmal bei bleiben. Und dann brauchen wir natürlich noch ein paar andere Spieler. Dülund wäre natürlich eine Option. Van Bergen, der eine zweite Saison an uns ausgeliehen ist, wäre natürlich auch eine weitere Option. Oder wen hätten wir noch? Eisfeld, mittlerweile 24 Jahre alt, hat immer noch hohes Entwicklungspotenzial, ist immer noch ein vielversprechender Spieler. Ansonsten Gökhan Gül natürlich. Den möchte ich auf jeden Fall auch zumindest eine Einheit mitgeben. Und ich glaube, das war genau dasselbe wie bei Saba, dass ich ihn da noch... Genau, er war in beiden Bereichen unfassbar schlecht. Nämlich Übersicht und lange Pässe, da muss er sich definitiv verbessern.
Und ich denke, wir geben den guten Glückern auch noch eine zweite Einheit mit. Und zwar auf seinem Spezialgebiet die Defensive. Denn da soll er sich natürlich auch noch ein bisschen weiter verbessern. So, und dann haben wir noch einen weiteren freien Slot. Und ihr seht schon, die Neuzugänge, die beiden Neuzugänge Philipp Max und Jakob Busk sind noch gar nicht im Kader. Ich glaube, wir müssen im Kalender noch einen Tag vorangehen, damit die beiden auch offiziell dann zu unserem Kader gehören. Ist nur die Frage, wer soll noch eine Einheit mitbekommen? Pertl ist kurz vor einem Stärke-Update. Giamera oder doch einen ganz anderen. Nochmal ganz kurz gucken. Dülund hat natürlich immer noch hohes Potenzial. Wurz zu trainieren bringt, glaube ich, nicht mehr so viel. Haben wir in einer der letzten Aufnahmesessions schon miterlebt. Micke Dülund weiß ich immer noch nicht so richtig, was wir mit ihm anstellen sollen. Ich glaube, wir warten erstmal die Vorbereitung ab, was dort so passiert, bevor wir mit unserer Kaderplanung dann wirklich komplett abschließen können. Aber ich habe schon so eine grobe Vorrichtung, die ich gleich noch erläutern werde. Beziehungsweise ich glaube, ich habe sie sogar schon mal erläutert. Ich kann mich ganz dunkel daran erinnern, in der letzten Winterpause, als der Transfermarkt geschlossen hat, da habe ich glaube ich auch schon meine Transferpläne für die neue Saison, sprich für diese Saison, mit euch geteilt. Aber dazu gleich noch ein bisschen mehr ist die Frage. Übersicht 33, holy shit. Giamera, da musst du auf jeden Fall mal dran arbeiten. Das wird allgemein eine sehr übersichtliche, versteht ihr, wegen Übersicht, eine sehr übersichtliche Trainingswoche. Und einmal wird durchsimuliert und gucken, wie die erste Trainingswoche so vonstatten geht. Ja, sehr durchschnittlich. Fast nur Note C, einmal Note D. Aber nach der Sommerpause müssen die Akteure natürlich erstmal wieder so ein bisschen in Schwung kommen. So, bevor wir einen Tag weitergehen, was wir auf jeden Fall jetzt schon machen können, ist uns die Erwartungen des Vorstandes so ein bisschen anzugucken. Zielüberblick, Manager, Popularitätswert. Gucken wir erstmal auf die Nachwuchsentwicklung. Da sind die Erwartungen hoch angesiedelt. Kurzfristig verbessere ein Jugendspieler, ein Jugendakademiespieler um mindestens 10 Gesamtpunkte. Wow. Setze sie in 5 Spielen in der Startelf oder als Einwechselspieler ein. Das ist ein interessantes Ziel. In die Jugendmannschaft gucken wir auch gleich nochmal, denn dort ist zumindest ein sehr interessanter Spieler. 5-mal einsetzen sollte auch irgendwie drin sein, aber 10 Punkte mindestens aufwerten, das ist schon mal gar nicht so wenig, oder? Und langfristig erziele über 3 Saisons einen Profit von 12 Millionen Euro aus Verkäufen und... Was? Also nein, erziele über 3 Saisons einen Profit von 12 Millionen Euro aus Verkäufen von Nachwuchsspielern. Sprich, wir müssen Spieler aus unserer eigenen Akademie... Nur Spieler aus unserer eigenen Akademie, verstehe ich das richtig? Oder ist Nachwuchsspieler ein Allgemeinbegriff? Sprich, wenn wir einen jungen Spieler kaufen und dann später in der neuen Saison dann verkaufen, zählt das auch dazu? Oder zählt das tatsächlich nur für unsere eigenen Spieler aus der eigenen Akademie? Das wäre dann ganz schön heftig, aber ich glaube, das ist allgemein gemeint, oder? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Dann haben wir die Markenpräsenz langfristig. Das hatten wir schon in der letzten Saison das Ziel. Erhöhe über 3 Saisons die Dauerkartenanzahl um mindestens 10% der Stadionkapazität. 0% momentan, verbleibende Saisons noch 2. Sprich, da werden wir auch erst am Ende der übernächsten Saison ein Fazit draus ziehen können. Dann ebenfalls hohe Erwartungen im finanziellen Bereich. Wobei, da haben wir nur ein einziges Ziel. Erhöhe die Spielergehälter um maximal 20%. Ich sag mal ganz vorsichtig, das sollte machbar sein. In der letzten Saison waren es, glaube ich, maximal um 15% und das haben wir ja relativ locker geschafft. So, und dann die Erwartungen im sportlichen Bereich sind nicht so hoch, denn die sind niedrig angesetzt, was ich sehr gut finde. Kurzfristig im deutschen Pokal die Runde der letzten 32 erreichen. Ich glaube, das haben wir als Bundesligist automatisch schon geschafft. Und auch in der aktuellen Saison sollen wir den Abstieg vermeiden. Ist ja schon fast in der Regel alle Aufsteiger, die frisch hochkommen, deren Ziel ist es erstmal natürlich, sich in der ersten Liga zu etablieren. Und das wird natürlich auch unser Ziel sein. Und unser langfristiges Ziel über 2 Saisons sollen wir schon im Mittelfeld landen. Okay, sprich in der übernächsten Saison. In der ersten Saison erstmal so ein bisschen, ja, etablieren, wie gesagt.
irgendwie die Klasse halten und in der zweiten Saison sollen wir da schon so ein bisschen am Mittelfeld schnuppern. Okay, mal gucken, ob das klappt. Und Erfolge kontinental haben wir keine Ziele, weil wir natürlich international nicht vertreten sind. Okay, schon mal interessant zu wissen, was der Vorstand so von uns erwartet. Statistiken haben wir uns ja beim letzten Mal jede Menge angeguckt. Momentan gibt es da natürlich noch nicht so viele. Vereine stehen Schlange für Sané. Das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal auch schon mitbekommen. So, Mannschaft gucken wir uns noch nicht an, weil, wie gesagt, die Neuzugänge sind noch gar nicht mit vorhanden. Und ich habe ja schon beim letzten Mal erzählt und erwähnt, dass ich offscreen die Wunschliste ein bisschen aufräumen werde. Das habe ich auch getan. Sie ist gewaltig geschrumpft auf jeden Fall. Da gucken wir aber gleich nochmal drauf. Scout-Aufträge werde ich, glaube ich, ein bisschen später diese Saison verteilen. Und Spieler verkaufen werden wir auf jeden Fall auch ein, zwei Stück. Verträge müssen wir momentan nicht gucken. Transferüberblick sowieso nicht. Wir haben auf jeden Fall eine neue Mail schon mal bekommen. Allerdings nur die vom Geschäftsführer mit wichtigen Infos zum Transfermarkt. Jedes Jahr die gleiche Mail. Transfermarkt ist offen. Das ist uns bewusst. Wir können uns verstärken. Und da haben wir unsere Finanzen. Profit 0 Euro momentan. Und mit diesem Budget gehen wir also in die neue Saison. Gehaltsbudget 36.000 ist nicht so besonders viel. Transferbudget 5,3 Millionen ist in Ordnung, aber wenn wir den Riegler so ein bisschen verschieben, so viel können wir uns davon dann eben doch nicht kaufen. Nein, möchte ich nicht beibehalten. Kann erstmal so bleiben wie vorhin eingestellt. Wie gesagt, drei bis vier Spieler möchte ich gerne verpflichten. Da werden wahrscheinlich ein bis zwei Leihspieler auch darunter sein. Für mehr, wir sehen das Budget, wird es wahrscheinlich auch nicht reichen. So, jetzt gucken wir mal kurz in die Jugendmannschaft, um uns in Erinnerung zu rufen, wen wir so haben. Denn so groß ist die Jugendmannschaft gar nicht mehr. Wir haben die beiden Hornbrüder mit einer Gesamtstärke von 48 und er hat immerhin schon eine 60, Erich Horn. Vom Potenzial her ist unser Däne Alexander Holm mit Abstand der wertvollste anscheinend. Thomann hat eine Gesamtstärke 52, allerdings ist Holm auch stärketechnisch der bis dato schwächste. Aber das kann sich natürlich auch noch ändern, denn kurz- bis mittelfristig möchte ich ihn gerne schon in die Mannschaft holen, in die Profimannschaft wohlgemerkt. Antritt und Sprintgeschwindigkeit schon mal bei 75, das gefällt mir ganz gut. Dass physisch gute Spieler in unsere Mannschaft kommen würden, allerdings mit der Gesamtstärke von 47 doch noch ein bisschen sehr schwach auf der Brust. Für die erste Liga wird es wahrscheinlich nicht reichen. Jobangebote werden wir wahrscheinlich keine haben. Natürlich nicht. Wir haben ja gerade erst frisch unseren Vertrag beim VfL um eine weitere Saison verlängert. So, was wäre sonst noch interessant, bevor wir einen Tag weitergehen? Statistiken brauchen wir uns noch nicht anzugucken. Aber bevor ich das vergesse, bei den Einstellungen gehen wir mal ganz kurz rein. Denn ich habe es ja schon auch in der Vorsaison häufiger erwähnt. Bundesliga ist eine ganze Ecke härter als die zweite Liga. Um es ein bisschen realistischer zu machen, werden wir auf jeden Fall jetzt die Riegler ein bisschen weiter verschieben, um den Schwierigkeitsgrad eben noch wieder zu erhöhen. Das hier sind die momentanen Werte, mit denen wir am Ende der letzten Saison gespielt haben. Und ich werde sie jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen nach unten setzen. Und zwar würde ich sagen, beim Gameplay des Benutzers verändere ich gar nicht so viel. Da würde ich sagen, verschlechtern wir uns immer um einen weiteren Punkt. Dafür werden wir gleich beim Gameplay des CPU ein bisschen mehr umstellen. Das werden wir erstmal wieder alles um ein nach oben bzw. nach unten verriegeln. Und beim Gameplay des CPU Sprinttempo erhöhen wir, denke ich mal, erstmal um 2 Punkte. Fehlerhaftigkeit von Schüssen. Und da würde ich sagen, gehen wir mal auf 46 runter. Schusshärte können wir auch ein bisschen höher stellen, genauso wie die Passgeschwindigkeit beim CPU. Ich weiß nicht, ob das wirklich gut gehen wird. Die Torwartfähigkeit des CPU können wir auch ein bisschen erhöhen. Stellungsspiel des CPU ebenfalls. Häufigkeit von Vorstößen können wir auch mal auf 56 erhöhen. Das lassen wir mal alles so stehen. Ebenfalls auf 56. Und First Touch Ballannahme machen wir mal auch auf 46. Also wir haben das Gameplay des CPU
praktisch verbessert und unser Gameplay im Gegenzug so minimal verschlechtert. Mal gucken, ob wir oder ob ich vielmehr so klarkommen werde. Natürlich weiterhin Legende, ganz klar. Und ich hoffe, die Einstellungen wurden jetzt so übernommen. Ja, sieht gut aus. Mal gucken, wie gesagt, wir haben ja noch die Vorbereitung, das Vorbereitungsturnier, was wir gleich noch auswählen dürfen. Hoffe ich zumindest mal. Wo wir das natürlich auch ein bisschen testen können. Bevor wir das tun, nochmal ganz kurz in den Kalender geschaut. Denn was natürlich auch sehr interessant ist, gegen wen müssen wir spielen? Saisonauftakt ist am 27. August auf einem Sonntag. Und wir beginnen mit einem Heimspiel gegen den FSV Mainz 05. Ich denke, zum Auftakt ein richtig guter Gegner. Wenn wir da einen guten Tag erwischen, können wir die Mainzer Mainzelmännchen sicherlich ein bisschen ärgern. Wir gucken nochmal in den September hinein. Holy shit. Und der hat es mal in sich. Erstes Auswärtsspiel in Leverkusen, in der Bayer-Arena. Am darauffolgenden Sonntag das Heimspiel gegen Dortmund und dann in der englischen Woche nur zwei Tage später zu Gast beim FC Bayern. Das kann ja mal eine heitere Woche werden, die vierte Septemberwoche. Zum Abschluss des Septembers spielen wir nochmal zu Hause gegen den Sportclub aus Freiburg. Also der September hat es ganz schön in sich, das können wir jetzt schon auf jeden Fall sagen. Okay, gut, dann würde ich sagen, einen Tag gehen wir erstmal voran. Und dann sollten unsere beiden Neuzugänge, die wir ablösefrei verpflichtet haben, nämlich Philipp Max vom FC Augsburg, als auch Jakob Busk von Union Berlin, eintrudeln. Aber vorher gucken wir uns mal die Einladungen zu den Vorbereitungsturnieren an. Wir werden natürlich irgendwo dran teilnehmen, ist nur die Frage, wo? European International Cup, European Continental Shield oder die Champions Trophy? Ich glaube, beim letzten Mal waren wir in Frankreich unterwegs, kann das sein? Preisgeld natürlich hier in Belgien am höchsten und hat eine geringere Schwierigkeit als dieses Turnier in Spanien hier. Wir gucken mal kurz auf die Gegner. Hier in Frankreich wäre der Karlsruher Sportclub auch mit dabei, gegen die wir im letzten Jahr gespielt haben, der Zweitligist. Wären allerdings in der anderen Gruppe. Wir wären hier mit Bastia Stade Rennes in einer Gruppe und wer der Letzte ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Auf jeden Fall sehr viele französische Vertreter dabei. In Spanien wären wir mit Bursaspor aus der Türkei. Und die anderen beiden Logos sagen mir ehrlich gesagt auch nichts. Wahrscheinlich spanische Vertreter in einer Gruppe. Levante wäre noch da, Groningen wäre dabei und der FC Ingolstadt, der Bundesliga-Absteiger, ebenfalls in der anderen Gruppe. Oder wir gehen dorthin, wo es das größte Preisgeld gibt. Das wäre hier in Belgien beim European International Cup. Dort wären wir mit den FC Midtjylland in einer Gruppe. Der Verein, von dem Mikkel Dülund zu uns kam. Das wäre interessant. Ich glaube, der Verein rechts müsste Ostende aus der belgischen Liga sein. Und das Logo neben uns müsste ein portugiesischer Vertreter, dessen Name mir gerade entfallen ist, sein. In der anderen Gruppe wären Malmö FF aus Schweden zum Beispiel. Die Young Boys aus Bern, aus der Schweiz wären dabei. Ein belgischer Vertreter und ich weiß gar nicht, wer, was ist denn dieses ADA? Keine Ahnung, aber ich denke, wir werden dieses Jahr mal nach Belgien gehen. European International Cup. 5 Millionen Euro gibt es da als Preisgeld, sollten wir dort das Turnier gewinnen. Und da haben wir nochmal den Namen, nämlich den FC Moreirense. Müsste, wie gesagt, ein portugiesischer Vertreter sein. Der FC Midtjylland und KV Oostende aus der belgischen Liga sind bei uns in der Gruppe A. Gut, also wir wissen schon mal unsere ersten Gegner und es geht schon am 5. Juli los mit unserem ersten Testspiel gegen den FC Midtjylland. Okay. Und damit die Top-Transfers. Philipp Max aus Augsburg gekommen, hat alles richtig gemacht. Augsburg in der Relegation an Hannover gescheitert. Verlässt den Absteiger Augsburg, geht zum Aufsteiger nach Bochum. Bleibt also in der ersten Liga und Jakob Busk wird unsere neue Nummer 2 im Kasten. Hinter Manuel Riemann, kommt von Union Berlin, ebenfalls ablösefrei. Der dänische ehemalige U21-Nationalkeeper. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal die Mannschaft an.
Denn wir sollten ja noch zwei weitere Spieler hinzugefügt bekommen haben. Nämlich die zwei, genau, die beiden Jungschmunde Pavlidis und Salam. Genau, die beiden waren ja in der letzten Saison verliehen, sind jetzt ebenfalls zurückgekehrt. Und das Erste, was ich machen möchte, ist erstmal die Trikotnummern verteilen an unsere neuen Leute. Busk würde natürlich die 12 passen. Allerdings bin ich jemand, der die 12 eigentlich immer gerne frei lassen würde. Die 12 gehört einfach den Fans. Deswegen bekommt er die 13. Pavlidis ist dadurch gewechselt. Pavlidis wollte ich sowieso noch eine andere Nummer geben. Ich glaube, welche Rückennummer hattest du denn vorher? 34 oder 35? Ich glaube, die 34 hatte er vorher. Salam hatte auf jeden Fall, das weiß ich, die 26. Die ist auch weiterhin frei. Und Max möchte ich auf jeden Fall die 31 geben. Unser neuer Linksverteidiger ist auch noch nicht belegt. Wunderbar. Denn ich glaube, Max, bei allen Profivereinen, wo er bislang gespielt hat, hatte er immer die Rückennummer 31. Ja, und das war's dann auch schon mit den Rückennummern verteilen. Alle anderen dürfen erstmal die Nummer behalten, die sie schon in der Vorsaison inne hatten. Gut, dann ist jetzt die Frage, mit welchem System wollen wir in die neue Saison gehen? Und ich würde schon fast vorschlagen, zu Hause will ich auf jeden Fall immer mit einem 4-4-2 spielen. Sprich, das alte System mit zwei echten Spitzen. Je nach Gegner können wir uns natürlich ein bisschen defensiver orientieren. Wir haben ja gerade gesehen, im September Leverkusen, Dortmund, Bayern, auch noch alle hintereinander. Da können wir uns vielleicht mal ein etwas defensiveres System ausdenken. Aber dazu ein bisschen mehr, wenn es denn soweit ist. So, wir gucken uns erstmal Philipp Max an und seine Werte. Sprintgeschwindigkeit 86. Gefällt mir schon mal sehr gut. Seine physischen Attribute können sich sehen lassen. Ballkontrolle und Flanken sind ebenfalls gut. Ist also auch ein relativ offensiv ausgelegter Außenverteidiger. Dribbling und Effet sind auch ganz okay. Abschluss ist er dafür allerdings nicht so stark, muss aber auch nicht unbedingt sein. Schusskraft, kurzer Pass ist auch okay. Also von den Werten her gefällt mir Philipp Max eigentlich ganz gut. Schwacher Fuß 3 Sterne, Arbeitsraten beide Bereiche Mittel, Spezialbewegung nur 2, ist aber in Ordnung. 23 Jahre jung, 1,78 groß, 75 Kilo, den ich ehrlich gesagt auch plane häufiger mal im linken Mittelfeld einzusetzen. Sollte Mikkel Dülund mal nicht so die Form haben, und wir haben in der Vorsaison gesehen, Dülund hatte schon so manch schwache Auftritte dabei, könnte ich mir durchaus vorstellen, den guten Max auch mal ins linke Mittelfeld zu beordern. Und ich glaube, das wäre sogar momentan meine Stammlösung, denn ich möchte Pertl, der in der letzten Saison sehr unauffällig, aber dafür auch sehr gut gespielt hat, notentechnisch in der Vorsaison unser bester Mann gewesen, den möchte ich auf jeden Fall erstmal gerne hinten links drin lassen. Oder kannst du im linken Mittelfeld spielen? Arbeitsrate, Angriff hat er auch hoch. Das können wir auch mal testen. Ich denke, die beiden nehmen sich nicht so viel, sind beide relativ offensiv ausgelegt, Max und Pertl. Da können die beiden vielleicht auch mal zwischendurch tauschen. Das werden wir in der Vorbereitung auf jeden Fall auch austesten. Ansonsten hätten wir auf dem linken Flügel neben Dülund auch noch Kevin Stöger notfalls. Ich denke, und da komme ich jetzt auch zum Thema Neuzugänge. Ich denke, auf der linken Seite brauchen wir keine neuen Leute mehr. Im Gegenteil, ich möchte nämlich sogar noch zwei abgeben. Erstmal kommt Busk natürlich mit auf die Bank. Gesamtstärke 72, den gucken wir uns auch nochmal ganz kurz an. Torwarttyp traditionell 1,89 groß, ebenfalls 23 Jahre jung. Und hat auch noch eine Eigenschaft, nämlich Flankenabnehmer. Sehr cool. So, jetzt brauchen wir nochmal seine Torwartwerte. Da haben wir sie. Reflexe 78, Flugparaden 73, Fangsicherheit und Stellungsspiel ist er jetzt nicht so stark. Okay, aber als Nummer 2, und er wurde ja tatsächlich auch nur als Nummer 2 geholt, haben wir wirklich einen sehr, sehr soliden Mann. Da bin ich auf jeden Fall hochzufrieden. So, aber wen ich auf jeden Fall abgeben möchte, sind zum einen, wir haben 4 Torhüter. Das ist mindestens einer zu viel, deswegen werden wir Kompallas Vertrag gleich auflösen. Aber wen ich verkaufen will, ist zum einen Yannick Bandowski. Und zum anderen auch Tim Weiland. Ich glaube, für die beiden ist einfach kein Platz mehr im Kader. Ich weiß, unser Kader wird dann so ein bisschen dünn. Kanaus ist auch momentan ausgeliehen. Von der TSG Hoffenheim immer noch. Den Leihvertrag möchte ich ebenfalls gerne auflösen. Van Bergen selbst ist ja auch nur geliehen. Und Pavlidis würde ich gerne wiederum eine weitere Saison verleihen. Salam hingegen möchte ich gerne mal
zumindest in der Vorbereitung einige Male austesten. Der kommt erstmal mit auf die Bank. Und wir sehen schon, wir brauchen, glaube ich, defensiv auf jeden Fall in der Innenverteidigung noch mindestens einen weiteren Spieler. Bei allem Respekt vor Fabian. Sollte es hart auf hart kommen, möchte ich mich nicht unbedingt auf die Bochum-Ikone verlassen. So, jetzt also zum Thema, wo möchte ich neue Spieler holen? Zum einen möchte ich, wie gerade angedeutet, einen weiteren Innenverteidiger ranholen. Am besten ein Innenverteidiger-Talent. Muss gar kein so starker Spieler momentan sein. So Stärkebereich zwischen 60 und 70 würde völlig ausreichen. Ich möchte da jetzt keinen Innenverteidiger holen, der sofort den Konkurrenzkampf mit Bastians und Bühl eröffnet. Denn mit der Innenverteidigung war ich beim letzten Mal in der letzten Saison mehr als einverstanden. Bastians und Bühl sind erstmal gesetzt. Und hinten dran würde ich noch gerne eben ein weiteres Talent dazu holen. Hinten links brauchen wir nichts, Torwart sowieso nicht. Hinten rechts sind wir mit Celozzi und Giamera, denke ich, auch, wie ich finde, zufriedenstellend aufgestellt. Wo ich noch gerne einen weiteren Spieler verpflichten würde, wäre hier im zentralen, eher defensiven Mittelfeld. In der Vorsaison hatten wir ja Pavel Davidovic von Benfica ausgeliehen. Und so einen ähnlichen Spielertyp würde ich gerne wieder ranholen. Vielleicht auch wieder als Leihgabe, was mir sogar ganz gut entgegenkommen würde. Kann auch ein ruhig etwas erfahrenerer Spieler sein. Am besten jemand mit Bundesliga-Erfahrung. Ich habe da zum Beispiel schon so einen Spielertyp wie Kevin Vogt. Ich weiß nicht, wie realistisch das wäre. Aber so ein Spieler dieser Art, der eben auch schon über Bundesliga-Erfahrung verfügt, würde ich hier gerne noch mit einbauen. Der notfalls auch noch am besten in der Innenverteidigung spielen kann. Und Kevin Vogt, ich weiß nicht, warum ich mich so auf diesen Spieler fixiert habe. Ich glaube, den könnten wir sowieso nicht ausleihen, allein des Gehaltes wegen. Können wir uns aber noch anschauen. Auf jeden Fall, Vogt war, glaube ich, auch... Ja klar, Vogt ist auch ein ehemaliger Bochumer. Wahrscheinlich habe ich mich deswegen auch so auf ihn festgelegt. Wobei, ich habe mich nicht auf ihn festgelegt, aber auf einen Spielertyp seiner Klasse eben. Sowohl als Spielertypen als auch von der Stärke her. Ich denke, zentrales defensives Mittelfeld ist eine ganz wichtige Position, gerade in der Bundesliga. Für uns als Aufsteiger, die meistens dann doch eher aus einer defensiven Lage heraus agieren. Da brauchen wir einen guten Aufbauspieler. Mal gucken, wen wir da so finden. Links offensiv, habe ich auch gerade schon angedeutet, sind wir, denke ich, wenn Max dort gut zurechtkommt, auch gut aufgestellt. Stöger und Düdlund als Alternativen absolut zufriedenstellend. Und wo ich noch gerne einen weiteren Spieler verpflichten würde, wäre so im Offensivbereich, ein Offensiv-Allrounder am besten, der auf dem rechten Flügel als auch im ZOM spielen kann. Denn sollten wir gegen stärkere Gegner spielen, wie Bayern, wie gegen Dortmund, werden wir wahrscheinlich auf eine Spitze umstellen und wahrscheinlich dann mit einem echten Spielmacher agieren. Aber müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall würde ich da noch gerne einen Offensivspieler, der flexibel einsetzbar ist, verpflichten. Mein Wunschspieler dafür wäre, war auch schon in der letzten Saison immer mal wieder im Fokus, im Blickpunkt, Julian Green vom FC Bayern München. Habe ich vorhin auch schon kurz gesehen, er steht auf der Leihliste. Und da wir unser Budget auch gerade gesehen haben, wäre Julian Green, denke ich, auch eine ganz gute Alternative. Könnte auf beiden Flügeln spielen oder eben ganz vorne in der Spitze oder auch als hängende Spitze. Je nachdem, ich denke, Green, was die Flexibilität angeht, wäre da auch ein idealer Neuzugang. Und schlussendlich würde ich auch noch gerne einen weiteren Stürmer verpflichten. Wenn wir wirklich die meiste Zeit mit zwei Spitzen agieren, müssen wir auch mindestens vier echte Stürmer im Kader haben. Wurz, unser Topscorer der Vorsaison, Polter, Peniel Mlappa, dessen Leistungen sehr schwankend waren, auch wenn er am Ende der letzten Saison nochmal aufgeblüht hat, muss man sagen. Trotzdem möchte ich dann noch gerne einen weiteren vierten Stürmer dazu holen. Am besten auch einen etwas jüngeren. Um das nochmal zusammenzufassen, ein Innenverteidiger-Talent soll noch rankommen, ein am besten junges Sturmtalent soll noch rankommen, dann ein etwas erfahrenerer defensiver Mittelfeldspieler, der notfalls auch in der Innenverteidigung spielen kann, und noch ein am besten Offensiv-Allrounder, wobei mir das Alter da nicht so wichtig ist, nicht so die Rolle spielt. Aber Julian Green, wie gesagt, wäre da so mein Wunschspieler. Gut, das sind die Kaderplanungen. Hat jetzt wieder länger gedauert als gedacht. Und ja, die meisten von euch wissen es natürlich. Transferzeit, Vorbereitungszeit
heißt Parts in Überlänge. Allerdings, das sage ich jetzt auch noch schon mal vorab, habe ich glaube ich auch in der letzten Saison irgendwann mal erwähnt, ich kann die Parts nicht mehr so lang machen, deswegen werden die Parts jetzt maximal eine Stunde und ich muss schon wieder entsetzt feststellen, eine halbe Stunde ist schon wieder vorbei und wir sind bislang kaum vorangekommen. Zeit, das zu ändern und dazu gucken wir mal auf meine etwas geänderte Wunschliste. Und da wäre sie auch schon, unsere stark dezimierte Wunschliste, denn ich habe alle Spieler, dessen Verträge ausgelaufen sind, aus der Liste genommen, sprich die Spieler, dessen Verträge am Ende der letzten Saison ausgelaufen sind, die ich ja nur deswegen mit auf die Liste gepackt habe, weil sie Kandidaten für eine Verpflichtung zu dieser Saison gewesen wären, aber wir sie nicht verpflichtet haben. Keine Ahnung, ob ihr wisst, was ich meine, ist auch egal. Um zum Punkt zu kommen, wir haben jetzt weitestgehend nur noch Talente hier draufstehen, wie zum Beispiel zwei sehr talentierte Rechtsverteidiger aus Holland mit Thea West und Troupé, oder Troupé, spricht man das eh doppelt aus, ich habe keine Ahnung, vielleicht trägt er ja auch ein Toupé, wer weiß. Dann haben wir hier noch Patrick Bauer, den habe ich mal auf der Liste gelassen, weil der meiner Meinung nach auch sehr gut zum VfL passen würde. Allerdings ist er mit 24 jetzt nicht mehr unbedingt als Talent zu bezeichnen, aber er ist natürlich schon etwas erfahrener. Der Mann aus der Jugend des VfB Stuttgart. Okay, das habe ich vorher nicht mir angeschaut. Guckt euch seine körperlichen Attribute an. Sprintgeschwindigkeit 32, Antritt 40. Okay, ich glaube, den kann ich direkt mal wieder von der Wunschliste streichen. Habe ich tatsächlich vorher mir nicht angeschaut. Der Mann kickt momentan in der dritten englischen Liga bei Charlton Athletic. Aber was ich gerade gesagt habe, Innenverteidiger-Talente, und da habe ich doch immerhin, wie ich finde, drei sehr interessante Spieler. Zum einen Jakob Rasmussen vom FC St. Pauli, 20 Jahre jung, stärketechnisch der schwächste hier, wäre allerdings dementsprechend auch der günstigste und er wäre Däne, also er wäre nicht nur, er ist Däne und würde daher auch wieder sehr gut ins Bochumer Konzept passen, denn ich würde gerne natürlich die Tradition fortfahren, wenn das irgendwie möglich ist, weiterhin dänische Spieler zu verpflichten oder eben natürlich auch gerne deutsche Talente, wie zum Beispiel Frederik Ananou, den wahrscheinlich nicht so viele kennen werden, nur die Holland-Experten vielleicht unter euch, denn er spielt bei Roda Kerkrade in der Ehrendivisie. 1,82 groß, 73 Kilo, kann Innenverteidiger als auch Rechtsverteidiger spielen. 19 Jahre jung, hat immerhin schon eine Gesamtstärke von 65, ist der stärkste von den drei Verteidigern hier, die zumindest auf der Liste stehen. Und auch noch der jüngste. Also ich weiß nicht über seinen Potenzialwert Bescheid, aber auch Frederik Ananou könnte durchaus eine gute Option sein. Genauso wie Tilo Kehrer vom FC Schalke. Ich glaube, von den dreien hat er hier zumindest den bekanntesten Namen. War in den letzten FIFA-Teilen, ich sag's ja immer so gerne, Standard-Talente. Aber ich glaube, das hat sich inzwischen so ein bisschen nach unten geordnet. Tilo Kehrer, vor 2-3 Jahren war es, glaube ich, noch bei den ganz großen Clubs im Gespräch. Inter Mailand, erinnere ich mich da, hatte ihn mal ganz oben auf dem Wunschzettel. Ist aber nichts draus geworden. Und so richtig Fuß fassen konnte er bei Markus Weinzierl in der Bundesliga noch nicht. Ich glaube noch ohne jeden Bundesliga-Einsatz. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Trotzdem auch ein gutes Talent, das natürlich auch aus dem Ruhrpott kommt. Und bei uns, beim VfL Bochum, spielen ja schon sehr viele ehemalige Schalker, viele ehemalige Dortmunder. Von daher würde auch er ganz gut ins Konzept passen. Und er steht auch auf der Leihliste. Sprich, den könnten wir uns vielleicht sogar mit einer Kaufoption ausleihen. Wäre vielleicht sogar die beste Variante von den dreien. Aber da warte ich noch ein bisschen ab. Vielleicht finden wir bei der Spielersuche ja noch den einen oder anderen Spieler. Dann haben wir hier Grischa Prümel. Im letzten Sommer in Brasilien Silber geholt mit der deutschen Mannschaft gegen Brasilien. Ich wollte kurz gucken, ob er in der Innenverteidigung spielen kann. Leider nicht. Sonst wäre er vielleicht auch eine Alternative gewesen zu Kevin Vogt. Ich sage jetzt einfach immer Alternative zu Kevin Vogt, weil ich so einen Spielertypen wie Kevin Vogt suche. Ein Sechser, der notfalls auch in der Innenverteidigung spielen kann. Prümel hat auf jeden Fall sehr ausgeglichene Werte.
Abstoß, Freistoß, Präzision ist er nicht so gut. Also er ist auf jeden Fall der auch eher defensiv ausgelegte Mittelfeldspieler. Kurzer Pass ist er gut. Dribbling, Ballkontrolle ist okay. Kann allerdings, er kann auch in ZOM spielen, okay. Oder als auch als Rechtsverteidiger ebenfalls. Lass mich auf jeden Fall erstmal mit auf der Liste. Genauso wie Salim Khedive, der junge Schweizer, 23 Jahre jung von der Eintracht aus Braunschweig. Der Flügelflitzer, bei dem ich mich erinnern kann, in der Vorsaison wollte er Braunschweig doch verlassen, oder? Spezialbewegung 4 Sterne. Seine Arbeitsrate defensiv macht mir allerdings ein bisschen zu schaffen, denn die ist niedrig. Was ich gerade bei Flügelspielern nicht so gerne sehe. Aber er ist halt der typische Winger. Allerdings, wir sehen es am Marktwert mit 3,8 Millionen Euro wahrscheinlich momentan nicht zu finanzieren. Die sehr preiswertere Variante wäre zum Beispiel auch ein Charis Marias, ehemaliger griechischer Nationalspieler vom Karlsruher Sportclub, der ebenfalls auf beiden Flügeln spielen kann, mit 23 auch noch natürlich sehr jung ist. Und auf jeden Fall zu finanzieren mit einem Marktwert von knapp 1 Million Euro. Aber mein Wunschkandidat, habe ich ja schon häufiger jetzt genannt, ist Julian Green. Wobei, eigentlich müsste man ihn noch Julian Green aussprechen, oder? Ich weiß, dass Green in den USA geboren ist, aber in Deutschland aufgewachsen, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Sehr früh, ich glaube mit 11 oder 12 Jahren zum FC Bayern gegangen. Also ist schon ein Stückchen hier, kennt sich hier in Deutschland auf jeden Fall aus und ich glaube, er fühlt sich hier auch heimisch, der US-Boy. Nationalspieler unter dem ehemaligen Nationaltrainer, muss man ja mittlerweile sagen, Jürgen Klinsmann. Auf jeden Fall, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Genau, eigentlich müsste man ihn doch Julian Green aussprechen, oder? Wenn man es wirklich amerikanisch hält, müsste man ihn Julian Green aussprechen. Oder wenn man ihn deutsch aussprechen wollen würde, müsste man sagen Julian Green. Julian Green, das hört sich an wie so ein deutscher Schriftsteller. Der neue Bestseller von Julian Green. Ne, ich glaube, ich bleibe bei Julian Green. Julian Green, das hört sich so komisch an, so ein Denglisch. Mischung aus Deutsch und Englisch. Wobei, er hat, glaube ich, auch beide Staatsbürgerschaften. Deswegen passt Julian Green vielleicht dann doch am besten. Ist auch scheißegal, wie man seinen Vornamen ausspricht. Auf jeden Fall steht auch er vom FC Bayern auf der Leihliste. Und was ich eben sehr schätze, seine Position. Er kann auf beiden Flügeln spielen, als auch ganz vorne im Sturm. Leider nicht auf der ZOM-Position, aber das kann ich, denke ich, noch verkraften. 22 Jahre jung. Und ich weiß nicht warum, aber bei ihm, ich finde, er passt, er würde sehr gut zum VfL Bochum passen. Und irgendwie hätte ich bei ihm, glaube ich, ein gutes Gefühl. Das Einzige, was einen Strich durch die Rechnung machen könnte, sein Vertrag läuft übrigens aus, da sehen wir es, ist sein Gehalt. 37.500, das ist mir einfach zu viel. Oh. Ich glaube, da muss ich mir tatsächlich Gedanken machen. Ich habe eigentlich schon fest in meiner Planung mit einkalkuliert, dass wir Green zumindest ausleihen, aber bei dem Gehalt, nee, das würde, glaube ich, nicht gehen. Dann haben wir hier noch Richard Neudecker, zentrales Mittelfeld, Cafaro, sehr talentierter Franzose vom FC Toulouse, fürs zentrale Mittelfeld, momentan aber für uns aktuell nicht so interessant, genauso wenig wie Jeremy Ducciak vom FC St. Pauli, auch ein sehr interessanter Spieler. Allerdings für die linke Außenbahn brauchen wir momentan, ich denke, keinen Spieler. Aber könnte natürlich für die Zukunft auch noch interessant werden. Dann haben wir hier Laszlo Benes. Wie spricht man ihn richtig aus? Laszlo Benes. Benes? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall auch er auf der Leihliste. 19 Jahre jung. Gesamtstärke 68 schon. Das ist mal gar nicht so schlecht für den Slowaken. Der auch im Mittelfeld wirklich fast überall spielen kann. Wäre vielleicht auch noch eine Option. Dann ein großes Karlsruher Talent, Marvin Mehlen. Kann der auch irgendwo anders spielen als im ZOM, im ZEM? Aber auch da braucht der VfL, denke ich, keine Verstärkung. Deswegen auch sein Teamkamerad Boubacar Berry momentan nicht so von Interesse. Trotzdem talentierter Spieler, 21 Jahre jung, den wir schon im letzten FIFA, in FIFA 16 mit dem 1. FC Köln geholt haben. Dort kam er allerdings nicht so zum Zuge. Wen ich jetzt noch nachträglich draufgesetzt habe, aufgrund der starken letzten Zweitligasaison, ist Mario Kvesic von Erzgebirge Aue. Dort Topscorer gewesen, einer der besten Torjäger. ZOM hat raffinierte Freistöße,
Also ein Standard-Spezi bräuchten wir eigentlich auch mal in unserem Team, oder? By the way, können wir ihn auch mal beobachten. Bei allen Spielern, wo jetzt ein Fragezeichen noch steht, sind die Spieler, die ich noch nachträglich auf die Liste gesetzt habe. Er kann auch nur im ZOM spielen. Egal, wir lassen ihn mal beobachten. Dann noch ein alter Bekannter, beziehungsweise eine alte Legende. Gianluca Della Fiore hat, glaube ich, auf einer Gesamtstärke von 53 angefangen, mittlerweile auf einer 60. Und er steht auf der Wunschliste einfach, weil er muss einfach zumindest mit draufstehen. Mal gucken, wie er sich noch so entwickelt. Dann Bakary Yatta hat sich auch ganz gut entwickelt. Ich glaube, 4 oder 5 Stärkepunkte gewonnen. Der Flüchtling aus Gambia beim HSV unter Vertrag. Dann noch Teuchert als Sturmtalent. Wäre mir allerdings ein bisschen zu schwach. Da würde ich noch gerne einen weiteren, etwas stärkeren ranholen. Und auch in ihm habe ich mich so ein bisschen verschossen. Also nicht falsch verstehen. Ich meine, als Personalie habe ich mich in ihn verschossen. Pascal Köpke von Erzgebirge Aue, die ja abgestiegen sind von der zweiten Liga in die dritte Liga. Und ja, ich weiß, es gibt in FIFA keine dritte Liga, aber Erzgebirge Aue wäre halt abgestiegen, wäre oder hätte es eine dritte Liga gegeben. 21 Jahre jung, seit kurzem ja auch deutscher U21 Nationalspieler. Und er wäre auf jeden Fall einer meiner Wunschspieler für den Sturm, für Sturmzentrum. Marktwert knapp 2 Millionen Euro. Könnten wir uns also irgendwie leisten. Sollten wir uns aber für ihn entscheiden, haben wir nicht mehr so viel Kohle für andere Spieler. Sprich, da müssen wir dann auf jeden Fall schon mit Laien arbeiten, wo ich auch eigentlich nichts gegen hätte. Aber gucken wir erstmal weiter. Weitere Sturmtalente. Ragnar Ache von Sparta Rotterdam. Ebenfalls ein deutscher Spieler, der, ich glaube, bei vielen nicht so bekannt ist und der mir ehrlich gesagt, bevor ich diesen Karrieremodus angefangen habe, auch nichts gesagt hat. Ragnar Ache auf jeden Fall auch ein gutes Talent, das ebenfalls in der Ehrendivisie spielt. Fabian Reese, ein weiterer Spieler vom FC Schalke, der ebenfalls auf der Leihliste steht. Vor kurzem ja sein Pflichtspieldebüt unter Markus Weinzierl in der Bundesliga gefeiert. Auch deutscher Junioren, Nationalspieler, 19 Jahre jung, kann im Sturm als auch auf beiden Flügeln spielen. Auch ein nennenswertes Talent. Und noch ein Spieler, der neben Köpke eigentlich mein zweiter Wunschspieler wäre für den Sturm, nämlich Zhang Yuning. Ein Chinese, wie man vielleicht unschwer erhören kann, dessen Stärken nicht in den körperlichen Attributen, sprich in der Schnelligkeit liegt, sondern er scheint eher so der klassische Mittelstürmer, Strafraumstürmer zu sein, hat schon eine physische Stärke von 75 und Sprungkraft von 73. Stellungsspiel 69 ist auch schon ganz gut. Abschluss 71, Kopfball 73, Schusskraft 75. Also technisch ist er jetzt nicht der allerstärkste, wobei Ballkontrolle 67 ist auch okay. Dribbeln 59 könnte er sich noch ein bisschen verbessern. Aber er, und das finde ich gerade sehr stark, hat bei schwacher Fuß 5 Sterne. Er ist also beidfüßig gleich stark. Und das mag ich bei Stürmern unheimlich gerne, dass sie mit beiden Füßen gleich gut abschließen können. 1,85 groß für einen Chinesen. Ja, schon fast Basketballer-Niveau. 80 Kilo. Und wir erinnern uns an einen ehemaligen Bochumer Spieler, nämlich Chong Tese. Und irgendwie erinnert mich dieser Chang Yuning so ein bisschen eben an Chong Tese. Der erste Nordkoreaner damals gewesen, der im deutschen Profifußball gespielt hat und auch relativ erfolgreich, hat einige Tore gemacht. Und Chang Yuning könnte so der nächste Chong Tese werden. Auch an ihm habe ich wirklich großes Interesse. Problem ist, wir können uns auf keinen Fall beide leisten. Köpke 21 Jahre jung. Yuning ist sogar noch ein Jahr jünger, 20 Jahre jung, hat allerdings auch einen Stärkepunkt weniger. Ist dementsprechend aber auch wahrscheinlich auch ein bisschen günstiger zu haben. Da werde ich wahrscheinlich noch mit mir selbst ringen müssen, wen wir verpflichten. Oder wer ebenfalls so ein gutes Talent wäre, Bradford Jamieson The Fourth. Ich weiß immer noch nicht, ob man das wirklich The Fourth dann auch spricht. Der vierte also. Brad Jamieson. Ich nenne ihn einfach nur noch Brad Jamieson. In der Vorsaison ja zum SV Sandhausen gewechselt und konnte dort auch durchaus überzeugen. Gesamtstärke 66. Arbeitsrate niedrig. Das gefällt mir wiederum nicht so gut. 20 Jahre jung, 1,85 groß. Eigentlich Idealmaße für einen Stürmer, der auch noch relativ schnell ist. Antritt 90 schon. Not bad, not bad.
Und ich glaube, genau, da sehen wir es. Zeigt großes Potenzial. Hat kaum Gehalt. Marktwert aber immerhin schon 1,4 Mille. Also ein Schnäppchen wäre er auch nicht. Aber auch ein Jameson hätte ich wirklich durchaus Interesse. Vor allem in Kombination mit Green. Könnten wir eine kleine US-Connection eventuell aufbauen. Und ansonsten, wenn ich auch noch mit draufgesetzt habe, zum einen Osayamin Osawe, 23 Jahre jung, der Engländer vom 1. FC Kaiserslautern, wurde in der Vorsaison der beste Vorbereiter der zweiten Liga mit 12 direkten Torvorlagen. 23 Jahre jung, ist auf jeden Fall auch noch ausbaufähig. Ähnliches gilt wahrscheinlich auch für Edgar Salih, der vor allem im körperlichen Bereich seine Stärken hat, wie man hier sieht. Müssen wir allerdings auch noch fertig scouten. 4 Sterne schwacher Fuß, 4 Sterne Spezialbewegung. Einziges Manko bei ihm, ebenfalls die defensive Arbeitsrate. Aber auch er wäre mit 24 Jahren noch relativ jung. Und auf jeden Fall auch der gesuchte Offensiv-Allrounder. Kann ganz vorne spielen oder auf beiden Flügeln. Gefällt mir auch sehr gut. Aber die müssen wir jetzt erstmal beobachten, bevor ich das vergesse. Hat das gewisse Etwas, stand auch noch bei Edgar Salih beim Kameruner. So, und das wäre dann auch schon meine Wunschliste. Also für meine Verhältnisse wohlgemerkt, ist das eine relativ kleine Wunschliste. Könnten aber noch ein paar Spieler hinzukommen. Und zwar, wir gucken erstmal bei Spieler verkaufen. Max Busk und Basé haben wir diese Saison gekauft. Warum Lucide hier ganz oben steht. Ach stimmt, Lucide war ja was. Da möchte ich nochmal vielleicht sogar gleich versuchen, seinen Vertrag nochmal zu verlängern. Letzte Saison konnten wir uns da ja leider nicht einigen. Aber wen ich jetzt auf jeden Fall erstmal nach Hause schicken möchte, ist Russell Knauss. Auch ein US-Boy, der bei uns unter Eugen Eukalyptus allerdings nie zum Zuge kam. Da müssen wir jetzt mal in den sauren Apfel beißen und 72.200 Euro bezahlen und ihn nach Hoffenheim zurückschicken. Für ihn ist, wie gesagt, einfach kein Platz. So, ansonsten werden wir Weiland, der sowieso unglücklich ist, er möchte mehr Einsatzzeiten und dessen Vertrag auch noch ausläuft, den werden wir auf jeden Fall auf die Transferliste setzen. Das war der erste. Und den zweiten, den finden wir bestimmt gleich auch noch. Erstmal Kompala, den möchte ich nicht auf die Transferliste setzen. Vertrag läuft aus. Dessen Vertrag lösen wir einfach mal direkt auf für 37.500. Müssen wir noch ein bisschen Entschädigung zahlen, aber das Kleingeld haben wir nach dem Aufstieg spätestens noch in der Tasche. Ich denke, das geht in Ordnung. Ich möchte den Kader ein bisschen aufräumen. Wen ich auf jeden Fall auf die Leihliste setzen möchte, eine weitere Saison, ist Pavlidis. Unser griechisches Offensivtalent. Den setzen wir mal für ein Jahr auf die Leihliste. Und da haben wir Bandowski. Das war der zweite Spieler, den ich noch auf die Transferliste setzen wollte. Dann können wir mal ganz kurz nochmal sortieren. So, zwei Spieler auf der Transferliste mit Bandowski und Weidand, Pavlidis auf der Leihliste. Und wenn die alle noch unter den Mann gebracht werden, also unter anderen Vereinen gebracht werden, ist unser Kader nicht mehr so groß. Aber wir wollen ja noch, wie gesagt, 3 bis 4 Spieler verpflichten. Transferverhandlungen haben wir momentan noch, natürlich noch keine. Scout-Aufträge werde ich später festlegen. So, bevor wir auf die Spielersuche gehen, möchte ich noch mal ganz kurz bei Lucida gucken. Max, unser Neuzugang, hat übrigens einen 4-Jahres-Vertrag unterschrieben, genauso wie Busk. Beide also langfristig gebunden, genauso wie Basé, den wir ja auch als Neuzugang zählen können. So, aber wo ist Lucida? Dessen Verträge hier laufen übrigens aus. Weiland wollen wir verkaufen. Stöger und Merkel, als auch Fabian, werden wir wahrscheinlich noch mit der Zeit im Laufe der Saison verlängern, bin ich mir relativ sicher. Oh, Lucida hat einen Transfer angefragt. What the fuck? Der Spieler möchte transferiert werden und nicht über eine Verlängerung sprechen. Okay. Dann hat sich das Ganze also doch jetzt zugespitzt. Ich hatte die Hoffnung, dass Lucida zur neuen Saison, sprich zu dieser Saison, nochmal verhandlungsbereit wäre. Aber gut, wenn wir ihn verkaufen müssen, und wir werden wahrscheinlich bei den E-Mails die offizielle Mail vom Vorstand bekommen haben, dass er auf die Transferliste gesetzt werden möchte. Spätestens dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen neuen Sechser. Denn bis auf Lucida haben wir keinen einzigen echten Sechser.
Das könnte also unsere Problemezone werden. Die Saison ist nicht mal angefangen und schon stehen wir so vor großen Problemen da. Dann lesen wir doch erstmal kurz die Mails. Oh, unser Profit ist übrigens sehr nice. Minus 133.000. Aber jetzt erstmal kurz die Mails durchlesen. Spielerleihe abgelaufen, das haben wir gerade gesehen. Kanaus ist zu Hoffenheim zurückgekehrt. Dann vom Vorstand, European International Cup. Eugen Eukalyptus, uns ist bewusst, dass Trainerstab und Spieler eine lange und kräftezehrende Saison hinter sich haben. Deswegen schätzen wir es umso mehr, dass sie die European International Cup Teilnahme bestätigt haben. Diesmal ist ja Belgien das Gastland. Dieser Wettbewerb stellt eine großartige Möglichkeit für sie dar, vor Saisonbeginn den aktuellen Kader zu testen und mit Aufstellung und Taktik zu experimentieren. Nicht zu vergessen, dass der Verein so natürlich auch Werbung in eigener Sache machen kann. Ja, die Gruppengegner haben wir schon gesehen. Je weiter die Mannschaft im Turnier kommt, desto mehr wird das Transferbudget aufgestockt. Das dürfte uns allen klar sein. Danke dennoch für diese Aufklärung. So, Salam ist vom FC Vaduz zurückgekehrt. Haben wir schon gesehen. Pafitis ist von Austria Wien zurückgekehrt, haben wir schon gesehen. Und Max und Busk sind ebenfalls da. Und guck mal an. Wir sitzen noch nicht mal in Manager-Sessel. Da bekommen wir schon das erste Transferangebot. Und zwar für Manuel Riemann. Und zwar aus Rostock, von FC Rostov. Immerhin russischer Champions League-Teilnehmer in der letzten Saison gewesen. Unter anderem mit dem FC Bayern in einer Gruppe. Und sie haben ja den FC Bayern auch im Heimspiel bezwungen. Die Russen bieten auf jeden Fall 5 Millionen Euro. Holy shit, geht das jetzt schon los? Und wir müssen auf jeden Fall zumindest drüber nachdenken. Der Geschäftsführer sagt, sein Marktwert liegt zwischen 5,3 und 6,7. Ach komm, die Russen, die haben noch Geld. Wenn wir Riemann wirklich verkaufen sollten, Riemann ja in der Vorsaison, ich glaube, nur 13 Gegentore gefangen. Mit Abstand der beste Keeper der zweiten Liga. Gesamtstärke 75, ist stärketechnisch auch unser bester Mann übrigens. Wenn wir den gehen lassen sollten, dann für eine richtig fette Summe. Und die Russen, wenn sie ihn haben wollen, dann müssen sie auch die 8 Mille auf den Tisch legen. Mal gucken, was da raus wird. Oh, und jetzt haben wir hier die Nachricht von Anthony Lucida. Ich möchte diesen Verein verlassen. Es tut mir wirklich leid, Coach, aber das hier funktioniert nicht und ich muss den Verein verlassen. Ich habe es wirklich versucht, aber manchmal soll es einfach nicht sein. Ich vermisse meine Freunde und meine Familie zu sehr und ich denke, das fängt an, mein Spiel zu beeinflussen. In Klammern, ich lebe schon seit 10 Jahren in Deutschland, aber auf einmal fange ich doch meine Familie an zu vermissen. Oh mein Gott, ich muss einfach weg. Ich hoffe, sie sind mir deshalb nicht böse, aber ich kann nicht beim VfL Bochum bleiben. Oh, warum denn so plötzlich und überraschend? Ich würde es ja verstehen, wenn der Spieler tatsächlich erst vor zwei oder auch drei Jahren nach Deutschland gekommen wäre. Aber Lucida, der spielt ja wirklich schon, ich glaube, seit einem Jahrzehnt in Deutschland. Warum sollte so ein Spieler plötzlich Heimweh bekommen? Das soll mir mal jemand erklären. Sei es drum, Finanzen können wir mal ganz kurz gucken, wo wir noch nicht so viel sehen können. Einnahmen durch Merchandising, 251.000 Spielergelder haben wir schon bezahlt. Und Transfer, achso, Transfers ist die Entschädigungssumme. Deswegen haben wir da schon ein bisschen verloren. Das ist auch okay so. Ansonsten gucken wir jetzt mal bei der Spielersuche erstmal. Und gucken uns ein bisschen um. Wobei mit einem Blick zur Uhr, liebe Freunde. Ich glaube, dieser Part wird sogar noch mehr Überlänge bekommen, als er sollte. Wobei, nee, komm, wir machen noch eben die Spielersuche zu Ende. Und dann müssen wir einen etwas blöden Cut wahrscheinlich setzen. Zuerst wollte ich nach freien Spielern suchen. Wahrscheinlich werden da nicht so viele hinzugekommen sein. Aber wir gucken mal. Markus Haber. Klingt deutsch, ist aber Kanadier. Hao Jomin. Ein weiterer Chinese, den wir verpflichten könnten. Aber ich glaube, hier sind tatsächlich nicht so viele Spieler hinzugekommen. Alle Spieler, die hier drauf sind, waren wahrscheinlich schon in der Vorsaison ablösefrei zu haben. Bis auf ein paar zufallsgenerierte Spieler, wie er hier, Jack Booty oder Birama Sissoko. Oh, der hier hat gute Werte, ist allerdings auch schon 31, für uns jetzt nicht so interessant. Wir können mal kurz gucken,
ob hier vielleicht noch ein gutes Talent irgendwo schlummert, aber sieht eher nicht danach aus. Was ich ein bisschen schade finde, hier im Karrieremodus von FIFA, ist aber auch schon, ich glaube, seit 5 oder 6 Jahren so, dass Spieler, dessen Verträge auslaufen, automatisch immer wieder mindestens um ein Jahr verlängert werden. Finde ich wirklich schade. Würde mich freuen, wenn man zumindest ab und zu mal auch hier bei den Vereinslosen, bei den Freispielern mal neue Gesichter zu sehen bekommt. Aber das scheint hier mal wieder nicht der Fall zu sein. Mihaly Korhut, an den kann ich mich noch erinnern, haben wir im FIFA 15, ne? Ja, im FIFA 15 müsste es gewesen sein, mit Darmstadt verpflichtet. Das hier ist Maxim Leitsch, dessen Vertrag der VfL Bochum hat auslaufen lassen. Und genau von diesen Spielern wünsche ich mir, oder würde ich mir wünschen, dass es noch mehr geben würde. Der hier hat auch richtig krasse Werte. Dass auch CPU-Mannschaften einfach mal zumindest 1-2 Verträge eben auslaufen lassen würden. Ja, ansonsten ist hier bei den freien Spielern leider nichts zu finden. Wir gucken mal, wer so auf der Transferliste steht. Auch wenn ich da bezweifle, dass wir hier irgendetwas Interessantes finden werden. Gakpa. Gandhi. Gandhi ist auf der Transferliste. Wer hätte es gedacht? Freiburg setzt auch die Spieler der zweiten Mannschaft auf die Transferliste. Und solche Spieler können wir, glaube ich, als VfL Bochum, als Bundesliga-Aufsteiger nicht gebrauchen. Wobei Jutschenko, der Ukrainer von Bayer Leverkusen, 23 Jahre jung, Vertrag läuft übrigens aus. Das wäre einer, über den man nachdenken könnte. Andererseits, Vertrag läuft aus, den könnten wir dann auch theoretisch zur neuen Saison verpflichten. Alexander Hack, auch gar nicht so schlecht. Von Mainz 05, unserem Auftaktgegner zur neuen Bundesliga-Saison. Wurde hier allerdings, glaube ich, nicht so stark bewertet, dass er für uns eine Alternative wäre. Torhüter gucken wir nochmal sicherheitshalber, aber auch da finden wir, glaube ich, nichts. Torhüter brauchen wir sowieso, uns nicht zu verstärken. Also das übliche Bild. Spieler, die auf der Transferliste stehen, sind meistens nicht zu gebrauchen. Wo wir jetzt nochmal eben nachgucken können, ist in der Bundesliga und vielleicht auch in der Premier League, welche Spieler da so auf der Leihliste stehen. Gucken wir erstmal in der Bundesliga, ob dort uns jemand ins Auge sticht. Erstmal nach Angreifern. Rese, der schon auf unserer Liste steht. Emre Mor. Der Dafiore steht übrigens auch auf der Leihliste. Genauso wie Gianluca Waldschmidt. Eggestein, Standardtalent. Ihr wisst es ja, Standardtalente würde ich nicht so gerne verpflichten. Leandro Putaro, auch ein gutes Talent. In der Vorsaison an Bielefeld verliehen gewesen. Aber im Sturm jetzt nicht so interessantes. Im Mittelfeld Ferrati, ebenfalls in der Vorsaison in die zweite Liga verliehen gewesen. Vom HSV an Düsseldorf. Jetzt zum HSV zurückgekehrt und direkt wieder auf der Leihliste gelandet. Interessant. Devante Parker, Sor, Burnic, Erdal Öztürk. Wurde von jemandem von euch, das ist ein korrekter deutscher Satz, vorgeschlagen. Aber ich glaube, stärketechnisch wird er uns auch nicht so wirklich weiterbringen. Fabio Framberger, generierter Spieler von Hannover. Genauso wie Florian Rosenthal. Also es gibt schon die ersten generierten Spieler hier auf jeden Fall in der zweiten Saison. Green, der ja sowieso schon im Fokus bei uns ist. Kai Havertz, der in den letzten Wochen im wahren Leben auch auf sich aufmerksam gemacht hat. Kam zu einigen Einsätzen bei Bayer Leverkusen, die ja auch relativ großes Verletzungspech momentan haben. Marlon Frey, ebenfalls in der Vorsaison in die zweite Liga verliehen gewesen an Kaiserslautern. Niki Schröck, noch ein generierter Spieler. Niklas Dorsch, Seguin, Wolfsburg, Ox, Schreck, Özcan. Özcan würde ich auch schon fast mittlerweile sagen, so eine Art Standardtalent. Sinan Kurt, ja, war mal ein Standardtalent. Bei Hertha kommt er auch nicht so zum Zuge, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Aber hier scheint auch nicht. Henrichs wäre natürlich auch eine klasse Verpflichtung, aber Realität und so, ich denke, Benjamin Hinrichs, neuerdings auch deutscher Nationalspieler, werden mir die Finger lassen. Auch ein Paslak wäre natürlich klasse, aber den möchte ich ebenfalls nicht ausleihen. So bitter das klingen mag.
Akboruma, noch ein Spieler, der in der letzten Saison verliehen war in die zweite Liga. Klünter, alter Bekannter aus Kölner Zeit. Ich gucke hier nochmal nach Innenverteidigern, aber der Einzige, der mir hier richtig gut gefällt, wäre er hier. Tilo Kehrer, und der steht ja schon auf unserer Liste. Anton an sich auch eine richtig gute Entwicklung gemacht im wahren Leben. Im sogenannten Real Life. Mhm, sowas gibt es auch. Aber ich glaube, stärketechnisch hier im FIFA ist er nicht gut genug, oder? Auch wenn ich von Anton persönlich eine ganze Menge halte. So, Torhüter gucken wir nochmal. Wobei, Torhüter brauche ich gar nicht zu schauen. Da sind wir ja sowieso bestens aufgestellt. Und eine Sache machen wir noch, nämlich auf die Leihliste der Premier League gucken. Vielleicht fällt uns ja da noch ein Name ins Auge. Auch wenn ich da so meine Zweifel habe. Wenn wir da einen interessanten Spieler finden, wird es wahrscheinlich, was den Realismus angeht, kaum umzusetzen sein. Zum Beispiel bei Dominic Solanke. Beim FC Chelsea ist er sowieso der Leihverein schlechthin in Europa. Ich glaube, beim FC Chelsea momentan irgendwie um die 40 Spieler oder sowas verliehen. Alles Profispieler, alles irgendwo in Europa in der ersten oder zweiten Profiliga unterwegs. Das ist schon relativ heftig. Aber bei den Stürmer haben wir schon mal nichts gefunden. Mittelfeld. Allen, der im wahren Leben noch an Hertha BSC momentan ausgeliehen ist. Willst du mich verarschen? Christopher Nöte. Natürlich, ein zufallsgenerierter Spieler aus Deutschland mit dem Namen Christopher Nöte. Es gibt ja schon einen Christopher Nöte, für die, die es nicht wissen. Was für ein Zufall. Celalem, auch ein US-Boy. An sich auch sehr interessant für einen Verein wie Bochum, aber, oh, das Gehalt, nee. 45.000, das ist dann des Guten dann doch deutlich zu viel. Dann Shoot Harry von Leicester City, der Mann mit der kuriosen Frisur. Harry Winks von Tottenham, auch ein gutes Talent, hat bei seinem Premier League Debüt gegen West Ham getroffen. Herzlichen Glückwunsch, vor einigen Wochen allerdings schon. Ansonsten Schalobah natürlich auch sehr interessanter Spieler, aber für Bochum nicht zu realisieren. Hier noch irgendwas bei den Verteidigern. Wir brauchen ja unbedingt einen Innenverteidiger. Aber auch hier finde ich so auf Anhieb nichts, was, wo ich sagen würde, yo, der muss es sein. Okay, gut, liebe Freunde, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle erstmal einen Schnitt. Setz erstmal alle Suchfunktionen zurück. Ich werde wahrscheinlich jetzt mal offscreen vielleicht noch ein bisschen nach einem neuen Spieler suchen fürs defensive Mittelfeld. Ich wollte ja sowieso einen Spieler gerne für diese Position verpflichten. Aber sollte Lucida, und danach sieht es ja momentan aus, uns tatsächlich verlassen, brauchen wir so oder so mindestens einen auf dieser Position. Ich werde mich mal ein bisschen umgucken und werde euch dann das Ergebnis meiner Suche mitteilen und die Spieler wahrscheinlich dann einfach auf die Wunschliste setzen. Ich denke, so sparen wir zumindest ein bisschen Zeit und kommen ein bisschen schneller voran. Bei Let's Play FIFA 17, dem Karrieremodus mit dem VfL Bochum. Beim nächsten Mal gibt es also noch ein bisschen wahrscheinlich Spielersuche oder einfach nur die Ergebnisse meiner Spielersuche. Und dann werden wir wahrscheinlich am Ende des nächsten Partes noch unser erstes Testspiel bestreiten. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet. An dieser Stelle erstmal vielen Dank, dass ihr bei diesem Part mit Überlänge dabei wart und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, sagt euer Keller.